Hallo, mein Name ist Christoph Hessing und ich bin verantwortlich für das technische Produktmanagement bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich den Abminderungsfaktor zur Berücksichtigung der Beschädigung bei Transport, Einbau und Verdichtung von Geokunststoffen erklären. Für den Einsatz von Geokunststoffen als Bodenbewehrung wird in der Bemessung der charakteristische Wert der Langzeitfestigkeit verwendet. Diese charakteristische Langzeitfestigkeit wird berechnet, indem die charakteristische Kurzzeitzugfestigkeit des Geokunststoffes durch eine Reihe von Abminderungsfaktoren reduziert wird. Die Abminderungsfaktoren berücksichtigen hierbei relevante Einflüsse auf das Produktverhalten, mit denen bei der vorgesehenen Anwendungssituation gerechnet werden muss. Der Abminderungsfaktor zur Berücksichtigung einer Beschädigung bei Transport, Einbau und Verdichtung von Geokunststoffen wird gemäß der Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen, kurz EPGEO, mit A2 bezeichnet. Analog dazu wird er gemäß den internationalen Empfehlungen für die Bestimmung der Langzeitfestigkeit von Geokunststoffen als Bodenbewehrung ISO TR 20432 als RFID bezeichnet. Die mögliche mechanische Beschädigung der Geokunststoffbewehrung beim Einbau wird durch einen Einbaubeschädigungsversuch ermittelt, bei dem die Zugfestigkeit nach Einbau mit der Zugfestigkeit des unbeschädigten Referenzmaterials verglichen wird. Die detaillierte Vorgehensweise für die Bestimmung der Einbaubeschädigung ist in der EPGEO und ISO TR 20432 beschrieben. Sofern keine Abminderungsfaktoren unter unmittelbar vergleichbaren Baustellenbedingungen vorliegen, können die vom Hersteller empfohlenen Abminderungsfaktoren in einer Vorbemessung verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, zu Beginn einer Baumaßnahme unter den tatsächlichen Baustellenbedingungen einen Einbauversuch durchzuführen, um die Übertragbarkeit der Daten auf die Einbaubedingungen auf der Baustelle zu gewährleisten. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Einbaubeschädigung maßgeblich von der Kombination des verwendeten Geokunststoffes, der Unterlage, dem Schüttmaterial, der Lagendicke, dem Verdichtungsgerät und den Verdichtungsübergängen abhängig ist. Wie in diesem Beispiel dargestellt, wurde nach Einbau in einem Füllmaterial 032 eine Zugfestigkeit von 94,5% bezogen auf die Zugfestigkeit des unbeschädigten Materials festgestellt. Dies bedeutet, dass die Zugfestigkeit um einen Faktor von 1,06 reduziert wurde. Somit beträgt der Abminderungsfaktor für Einbaubeschädigung A2 bzw. RFID 1,06. Ich hoffe, diese Präsentation zum Abminderungsfaktor für Einbaubeschädigung von Geokunststoffen war interessant für Sie. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Videocasts, in denen wir weitere Abminderungsfaktoren erläutern, die bei der Berechnung der charakteristischen Langzeitfestigkeit von Geokunststoffen angesetzt werden müssen. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.